Herzlich willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie ihr euren Autolack polieren könnt und hierbei auch gezielt größere Kratzer. Daher habe ich euch mal für dieses Video ein Auto rausgesucht mit einem etwas größeren Kratzer. Also schaut euch das mal an. Der Kratzer geht von hier bis hier vorne. Also da sind, ich würde mal sagen, 30 cm und den spürt man auch hier mit dem Fingernageltest. Also das ist schon ein sehr tiefer Kratzer. Also da wird auf jeden Fall irgendeiner mit dem Schlüssel dran gewesen sein. Also eine ganz unschöne Sache, gefällt mir gar nicht sowas. Von daher ist es doch für euch das perfekte Beispiel, um euch zu zeigen, wie ihr auch solche größeren und vor allem langen Kratzer auch entfernen könnt. Und was brauchen wir dafür? Einmal hier von Manzana eine Feinschleifpolitur. Dann einmal eine Hochglanzpolitur, ebenfalls von Manzana. Dann geht es direkt wieder weiter mit Manzana. Dann einmal Isopropanol und dann habe ich noch einmal eine Handpolierhilfe, mit der wir heute arbeiten werden. Ein mittelhartes Pad als Aufsatz und das Gute bei diesem Pad ist, beziehungsweise bei dieser Handpolierhilfe, hier unten haben wir so eine Klettseite, das heißt wir können uns die einzelnen Pads hier dran kletten und somit individuell den Kratzer bearbeiten, beziehungsweise den Lack polieren. Und zusätzlich habe ich noch ein mittelweiches Pad mitgebracht. Damit werden wir dann die Politur abschließen. Und beginnen werden wir jetzt mit der Handpolitur, mit der Feinschleifpolitur und mit dem mittelharten Pad. Beginnen wir also mit dem Polieren. Einmal die Handpolierhilfe mit dem mittelharten Pad. Und hier könnt ihr ja sehen, wie leicht man das hier dran kletten kann. Und so kann man auch einen super gleichmäßigen Druck auf den Autolack aufbringen und somit auch den Lack polieren. Das empfiehlt sich also richtig gut hier, so eine Handpolierhilfe. Ansonsten könnt ihr auch ganz normale Handpolierpucks benutzen aus Schaumstoff. Das geht natürlich auch. Aber so eine Polierhilfe liegt auch richtig gut in der Hand. Und kann ich euch daher empfehlen, ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Und beginnen werden wir mit der Feinschleifpolitur 2200 von Manzana. Wir geben uns hier ein bisschen aufs Pad drauf und verteilen das jetzt erstmal hier auf der Fläche, die behandelt wird. Und dann können wir auch anfangen, den Kratzer zu polieren. Ich empfehle euch grundsätzlich immer in geraden Zügen zu polieren. Hat folgenden Vorteil: So könnt ihr die Defektkanten besser treffen und bei kreisenden Bewegungen hätten wir noch die Gefahr, dass wir eventuell selber runde Schleifriefen reinbringen in den Lack und daher eignen sich gerade Züge besser, aber je nach Art des Kratzers und je nach Lage des Kratzers sind runde Bewegungen manchmal auch nicht verkehrt, aber für diesen Kratzer hier wähle ich jetzt erstmal die geraden Züge und das geht auch richtig leicht. Ist natürlich eine kleine Geduldsaufgabe, da muss man einige Bahnen ziehen, damit der Kratzer entfernt werden kann. Aber man sieht es auch jetzt schon, der ist schon deutlich kleiner geworden und so gehe ich jetzt weiterhin vor mit der Handpolitur und dann seid ihr gleich wieder direkt mit dabei. Ganz wichtig bei der Politur, zwischendurch immer wieder den Fortschritt kontrollieren. Das heißt, mit einem sauberen Mikrofasertuch die Polierreste abnehmen, um zu überprüfen, wie weit wir fortgeschritten sind, damit wir nicht viel zu viel vom Lack abtragen. Und schaut euch das mal an. Also ich muss mich extrem konzentrieren, um den Kratzer noch zu finden. Hier vorne am Anfang sehen wir noch ein bisschen was. Ich hoffe, die Kamera nimmt es auf. Dann hier haben wir noch ganz bisschen was. Das ist aber wirklich minimal. Und von daher würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine zweite Runde mit der Feinpolitur. Und dann sollte es auch genügen. Aber sieht doch schon deutlich besser aus. Also das seht ihr auch im Video. Ja, sogar ein bisschen zu viel jetzt. Aber damit können wir nochmal nachpolieren und daher das ganze Spiel noch einmal von neu und die Reste des Kratzers werden jetzt so auch mit entfernt, wie vorhin auch in geraden Zügen.
schön im Kreuzstrich von rechts nach links den Kratzer bearbeiten. Und dann sind die letzten Reste auch weg. Das mache ich jetzt soweit fertig und dann geht's direkt wieder weiter. Auch hier wieder die Überreste mit einem Mikrofasertuch abtragen, um nachzuschauen, wie der Fortschritt ist und ob wir eventuell noch mal ein drittes Mal dran müssen. Ja, das sieht auch schon wieder richtig klasse aus. Also schaut euch das mal an. Also ich muss sagen, der Kratzer ist bis auf die kleine Ecke hier vorne, falls es die Kamera aufnimmt, hier wo mein Finger ist, ist der Kratzer vollständig weg. Also egal aus welchem Winkel ich gerade schaue, ist der Kratzer relativ gut verschwunden. Also wie gesagt, hier vorne ist noch ein bisschen was und hier sehe ich jetzt gerade ein bisschen was. Aber der Kratzer ist schon zu 95% weg. Von daher sind wir jetzt an einem Moment angekommen, wo man überlegen müsste, nochmal eine dritte Runde durchzuführen. Oder wir gehen schon zur Hochglanzpolitur und schließen jetzt den Vorgang ab. Und dafür werde ich mich jetzt auch entscheiden. Das heißt, wir werden jetzt mit der 3500er von Menzerna hier nochmal alles abschließen. Und damit wird auch nochmal das Gesamtbild angeglichen. Und damit sollten wir jetzt auch nochmal die Reste wegbekommen und nochmal einen schönen Glanz rausholen. Und das heißt, wir werden jetzt für die Handpolierhilfe das mittelweiche Pad benutzen. Hier ist es. Ich mache es mal gerade fertig. Na, und hier könnt ihr es auch sehen, wenn ich das mittelharte jetzt abmachen will. Also das ist richtig fest drauf geklettet. Und damit habt ihr auch keine Gefahr abzurutschen oder irgendwie ja, gegen den Lack zu kommen. Also so eine Handpolierhilfe, wie gesagt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist eine super Hilfe, wenn ihr mit der Hand poliert. Und so, das mittelharte Pad habe ich jetzt abgemacht. Jetzt können wir das mittelweiche drauf machen. Und warum mittelweich? Mit dem mittelweichen Pad haben wir zum Abschluss nicht so einen hohen Abrieb. Das heißt, jetzt zum Schluss geht es einfach nur darum, das Gesamtbild ein bisschen anzugleichen. Und daher ein mittelweiches Pad, um damit einfach nicht so viel Abrieb zu schaffen. Und deswegen werden wir jetzt zum Schluss nochmal die Hochglanzpolitur hier auftragen. Ich gebe mir wieder so ein paar Tropfen auf das Pad. So sieht es aus, ein bisschen ja, dickflüssiger als die Feinpolitur. Und dann tragen wir wieder hier ein bisschen was auf den Kratzer auf. Und dann geht es wieder fleißig ans Polieren. Beim Polieren gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die zu beachten sind. Solltet ihr in der Nähe von Kunststoffteilen oder anderen nicht lackischen Teilen polieren, dann müssen diese auf jeden Fall abgeklebt werden, weil von da die Polierrückstände nur schwierig abzutragen sind. Von daher müsst ihr da auf jeden Fall aufpassen. Aber habt ihr so einen Kratzer wie hier, mitten auf dem Lack, ist das auf jeden Fall kein Problem. Und das geht auch ganz, ganz leicht. Es ist halt nur eine kleine Geduldsaufgabe. Und ja, die paar Minuten sollte man sich dafür nehmen, damit das Auto wieder super aussieht. Und auch hier würde ich sagen, mache ich das jetzt zum Ende fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir zum letzten Schritt kommen. Ich habe den Kratzer jetzt soweit zu Ende fertig poliert mit der Hochglanzpolitur. Daher können wir jetzt wieder die Überschüsse abtragen. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ergebnis aussieht. Und schaut euch das mal an. Also der Kratzer ist zu, ich sag mal, zu 98% weg. Hier vorne sieht man minimal noch etwas, aber das ist wirklich ein, hier wird wohl der Anfang gewesen sein. Ich würde mal vermuten vom Schlüssel oder so, den irgendeiner hier lang gezogen hat. Also hier müsste man schon härteres Geschütz auch rausholen. Aber für die Länge des Kratzers, die wir hier eben hatten, ist das ein erstklassiges Ergebnis, wie ich finde. Also der Kratzer ging ja von hier bis hier vorne. Ja, der Kratzer ist komplett weg. Wie gesagt, bis hier vorne diese minimale Einheit noch, aber das ist ja fast gar nichts mehr. Also den Kratzer sieht man auf jeden Fall nicht mehr. Von daher gehen wir jetzt zum Schluss hin und nehmen noch Isopropanol. Benutze ich ebenfalls von Menzerna. Das holt hier nochmal die Polierrückstände vom Lack. Ganz, ganz wichtig, damit keine Überschüsse hier drauf bleiben. Und ja, so hier auf jeden Fall alles abtragen,
Dann auch nochmal das Mikrofasertuch wenden und nochmal mit der sauberen Fläche drüber gehen. Und jetzt könnt ihr es sehen, jetzt ist die Stelle auch komplett glänzend. Und schaut euch das mal an. Also der Kratzer ist wie gesagt vollständig entfernt, bis auf die kleine Ecke hier vorne. Aber das soll uns nicht stören. Also so wie es vorhin aussah, ist ein richtig klasse Ergebnis. Und das Gute ist jetzt, wir haben zwar einen sauberen Lack, einen frisch polierten Lack, aber diese Lackfläche hier ist jetzt ungeschützt. Das heißt, andere Einflüsse könnten jetzt hier drauf sich entfalten und den Lack angreifen. Das soll nicht passieren. Von daher ist es wichtig, dass ihr jetzt den polierten Lack auf jeden Fall schützt. Entweder ein Wachs auftragen, eine Versiegelung oder zumindest einen Detailer. Und das dritte habe ich euch mitgebracht. Ich habe mich hier für den P40 Detailer entschieden. Warum ausgerechnet für den? Dieser beinhaltet Canova-Wachs und daher können wir jetzt schnell und einfach den Lack schützen, indem wir ein bisschen von diesem Detailer-Wachs hier aufsprühen. Und das alles verteilen und so könnt ihr leicht und schnell die Fläche schützen, so dass das frisch polierte hier auf jeden Fall ideal versiegelt ist. Und schaut euch das mal an, wie das wieder schön glänzt. Also wenn das mal kein geiles Ergebnis ist, dann weiß ich auch nicht. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und durch das Wachs ist hier ja, der kleine Kratzerrückstand, der hier vorne noch war, auch aufgefüllt worden. Und ne, von hier bis hier hatten wir den Kratzer. Also der ist vollständig weg, bis auf diesen Millimeter hier vorne. Und ja, so könnt ihr auf jeden Fall größere Kratzer auch vom Autolack entfernen. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen oben lasst. Und ja, würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen, viel Spaß bei der Autopflege und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.